Hallo, hier ist der Christoph von Schnauer58 und ich möchte euch wieder was zeigen. Es geht um, nein, nicht um dieses Messer von EK, sondern um die Firma EK. Und ich habe heute beim Durchstöbern im Keller mein EK Nordic W11 wiedergefunden. Das hatte ich verlegt. Ein ganz tolles Messer. Es hat eine 11 cm lange Klinge, 3,8 mm dick, Scandi-Anschliff und die Klinge besteht aus 12C27. Ein formschönes Messer, liegt sehr gut in der Hand. Bubinga, Holzgriff, Full Tang. Diese Verschneidungen hier im Griff sind nur Verzierungen. Die haben also mit Rutschfestigkeit sowas nichts zu tun. Braucht dieses Messer aber auch nicht. Durch diesen Fingerzoll liegt das sehr, sehr sicher in der Hand. Die Chimbings auf dem Rücken erhöhen die Sicherheit. Sie sind nicht aggressiv, aber trotzdem halten sie den Daumen oder den Zeigefinger an der Stelle, wo er sein soll. In meinen Augen eins der besten Messer, die auf dem Markt sind. Ich habe das Teil jahrelang gesucht. Ich dachte schon, das hat ja jemand mitgenommen. Und heute Morgen habe ich es im Keller in einem meiner Schränke wiedergefunden. Ich finde, ein sehr formschönes und super verarbeitetes Messer. Und mit diesem EK10 hier eine tolle Kombo. Würde gut zusammenpassen. Ich werde mir jetzt eine Scheide nähen lassen, wo ich dieses Messer auf der Vorderseite unterbringen kann. Jo, zur Scheide. Die Scheide ist nichts Dolles, aber gut verarbeitet. Hat hier unten noch eine Lasche, um den Beinriemen dran zu befestigen. Eine ganz normale Gürteldurchführung. Jo, das wäre es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Mein Nordic W11 von EK. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Christoph. Tschüss.